Herr Ramsauer, die Frage, die ich gleich an Frau Leikert stelle, stelle ich auch gleich Ihnen. Deswegen können Sie sich schon mal gedanklich ein bisschen vorbereiten. Frau Leikert, am Dienstag diese Fraktionssitzung und danach auch bei uns abends in der Sendung die große Harmonieshow des CSU-Generalsekretärs Markus Blume und des CDU-Abgeordneten Kiesewetter. Wie harmonisch war es denn wirklich? Wie haben Sie das denn erlebt? Herr Lanz, also es ist definitiv eine eindrucksvolle Fraktionssitzung gewesen. Ich bin jetzt seit 7 Jahren Mitglied der Fraktion. Und weil Sie vorhin gesagt haben, historisch, also das ist bestimmt eine, die ich mir auch gut merken kann. Und was auch klar ist, dass diese Frage auch eine ernsthafte Frage ist. Wir sind die größte Partei Deutschlands. Das ist eine Frage, die sich sicherlich keiner leicht macht. Und die Fraktion hat dort auch ein Recht darauf, die Kandidaten auch mal direkt zu hören. Sie sagten gerade eindrucksvoll, das ist ein interessantes Adjektiv. Würden Sie mitgehen, wenn ich sage, es war ein Massaker? Naja, das ist eine politische Auseinandersetzung. Ehrlich gesagt muss man auch Machtfragen aushalten können. Ich glaube, das können die meisten bei uns auch ganz gut. Das war eine intensive Diskussion, so viel kann man definitiv sagen. Okay. Und das sind zwei starke Kandidaten. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also ich sag mal, deutliche Unterstützung für Armin Laschet sieht anders aus. Herr Ramsauer, Sie haben im Hintergrund genickt beim Stichwort Massaker. Würden Sie das so beschreiben? Sie haben da ein schönes Wort jetzt gewählt, lieber Herr Lanz. Massaker, so kann man es, könnte man es übertrieben nennen. Aber was ich ausdrücken wollte mit dem Bild der Arena, wo diese kräftigen Gladiatoren hineingeführt worden sind und wo es dann 4 Stunden darum ging, dass möglichst viele aus den Reihen der Fraktion den einen oder anderen abfieseln. Also ich als alter Hase in der Politik nach über 30 Jahren, ich habe schon viel erlebt, aber diesen Stil kenne ich eigentlich nur von ganz, ganz früher bei der Vorbereitung von Vorstandswahlen in der Jungen Union oder im RCDS. Und meine Erfahrung daraus war immer, am Ende bleiben immer Verletzungen. Und die Menschen draußen, die Bürgerinnen und Bürger, die spüren das. Ich möchte nicht, dass nach der Entscheidung zwischen Laschet und Markus Söder, dass einer der beiden mit Verletzungen daraus geht. Politische Auseinandersetzung, ja, aber das kann man mit anderen Mitteln auch machen und trotzdem die Diskussion suchen. Das sind zwei tolle Leute, zwei alte Freunde von mir, die wissen selbst genau, um was es geht. Ja, reden wir gleich ausführlicher darüber. Sie konnten das gerade nicht sehen, Herr Ramsauer. Sie haben gerade beim Stichwort, ich möchte nicht, dass einer mit Verletzungen da rausgeht, für Heiterkeit gesorgt. Und zwar bei Markus Feldenkirchen und bei Sarah Wagenknecht. Warum? Naja, also erstmal nach diesem Showdown, der jetzt tagelang läuft, sind beide verletzt. Und zwar, ich finde, dass sie sich beide sogar eigentlich als Kanzlerkandidaten disqualifiziert haben. Also in der Situation, in der wir uns zurzeit im Land befinden, über Tage, über Wochen einen solchen Kampf in aller Öffentlichkeit auszutragen, ohne irgendeinen Plan, wie man das löst. Also ich finde, das zeigt einfach nur, dass die CDU jetzt wirklich nach so vielen Jahren Regierung irgendwie fertig hat. Also da ist, das ist leer, das ist kaputt. Das ist ausgelaugt. Und ich finde, zwei Leute, die sich so aufführen, also ich wünsche mir wirklich, dass die nicht jemals in das Kanzleramt kommen. Weil das ist wirklich keine Art, wie man mit Problemen umgehen kann. Und es ist eigentlich eine Zumutung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im Land. Markus Feldenkirchen. Also diese Bemerkung wie von Herrn Ramsauer, diese Rührseligkeit, die kann, glaube ich, kein Bürger in diesem Land noch mitgehen, das mittragen. Es glaubt kein Mensch. Wenn Markus Söder die ganze Woche schon erzählt, der Armin, mit dem sei er nach wie vor freundschaftlich verbunden, ich garantiere Ihnen, es glaubt kein Mensch, weil es mittlerweile nicht mehr so ist. Wie kommt es eigentlich, dass Herr Ramsauer das so anders wahrgenommen hatte als Sie? Sie waren doch in der gleichen Veranstaltung, ne? Ich war in der gleichen Veranstaltung. Ja. Ich hatte sogar einen guten Platz direkt hinter den beiden Kandidaten. Von daher konnte ich das genau beobachten. Das heißt, Sie konnten den Schweiß riechen, oder? Über die olfaktorischen Gegebenheiten gebe ich jetzt mal hier weniger Auskunft. Nein, das war eine Auseinandersetzung. Es geht bei beiden Kandidaten wirklich auch darum, ein Stück weit natürlich zu würdigen, was sie bisher auch geleistet haben. Das sind beide zwei hervorragende Ministerpräsidenten. Das steht, glaube ich, außer Frage. Bitte, vielleicht können wir es versuchen, einfach die Stehsätze heute einfach mal wegzupacken. Und wir reden jetzt mal wirklich zur Sache. Also das, was Sie dort erlebt haben, das war doch kein Spaß.
Wussten Sie davon? Wussten Sie, was da ansteht? Hätten Sie sich das jemals vorstellen können? Armin Laschet wusste am Montag, 24 Stunden vorher, selbst noch nicht mal, dass über ihn gesprochen werden würde am nächsten Tag und in dieser Art und Weise. Wussten Sie es als stellvertretende Fraktionsvorsitzende? Wer hatte die Idee zu dieser seltsamen Veranstaltung? Naja, erstmal ist unsere Fraktionssitzung keine seltsame Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet. Das meine ich regelmäßig nicht. Regelmäßig finden dort auch Aussprachen statt. So, und die Entwicklung, die war dynamisch, die war sehr kurzfristig. Markus Söder hat erst am Sonntag auf der Klausurtagung des geschäftsführenden Fraktionsvorstands bekannt gegeben, kurz vor 15 Uhr, dass er seinen Hut in den Ring wirft. Und von daher war dann auch die Entwicklung danach, die folgte keiner langfristigen Regie. Das ist richtig. Markus Söder wollte einfach kommen. Er hat das Recht, als CSU-Chef in die Fraktion zu gehen und die Debatte darüber erzwingen. Armin Laschet wollte das nicht. Er hat am Vortag noch gesagt, also er hätte am nächsten Tag nicht den Plan, Weil Sie es gerade ansprechen, wir haben den Ausschnitt hier. Vielleicht hören wir einfach mal gemeinsam rein, weil den eigentlich kaum einer so richtig auf dem Radar hat. Und dann reden wir mal darüber, wie es dazu wirklich kommen konnte. Wenn Sie morgen in der Fraktion sein werden, ich hatte gehört, Sie werden sich zuschalten lassen, würden Sie sich wünschen, dass da auch Markus Söder mit dabei ist, dass es noch mal vielleicht auch ein paar Wortmeldungen dazu gibt und dass dort dann die Diskussion innerhalb der Unionsfraktion auch abgeschlossen ist und Sie vielleicht nachher dann eine gemeinsame Einigung präsentieren können? Dass Sie wissen, wo ich morgen bin, ist schon erstaunlich. Ich weiß das nämlich noch nicht. Und die Bundestagsfraktion wird sich morgen intensiv mit dem Infektionsschutzgesetz beschäftigen. Ich werde jedenfalls nicht da sein. Und wenn ich da wäre, wird das nur mit Markus Söder abgestimmt passieren. Das haben wir immer verabredet, dass wir bei wichtigen Momenten gemeinsam in der Fraktion sind. Er war vollkommen ahnungslos. Also er wusste nicht, dass Söder dort sein würde. Es war dann klar, als Söder spätestens am Dienstag früh hat erkennen lassen, ich gehe in die Fraktion, dann musste Laschet natürlich auch hin. Und ich glaube, selbst die meisten Abgeordneten haben erst im Laufe des Dienstags erfahren, dass da quasi diese Aussprache, dieser Showdown stattfinden wird. Herr Ramsauer, Sie haben vorhin sich selber als alten Hasen bezeichnet. Ich habe mich mal ein bisschen mit den Gepflogenheiten beschäftigt. Der Fraktionsvorsitzende ist ein gewisser Ralf Brinkhaus. Der einlädt regelmäßig. Und ich glaube, Teil dieser Einladung, Frau Leikert, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, sind auch immer die Ministerpräsidenten, die Zuständigen. Aber die kommen in aller Regel nicht. Ist richtig so, ne? Ja, also das ist auch Parteivorsitzende sind regelmäßig eingeladen, richtig. Und die kommen dann meistens nicht, da kommt man einfach nicht. So, jetzt kommt es zu dieser Situation. Ne? Herr Ramsauer, wie konnte es denn zu dieser Situation kommen? Plötzlich sagt Markus Söder, ich gehe dahin. Armin Laschet wird eiskalt erwischt und sagt, also wenn das so ist, man merkt ja richtig, wie es in seinem Kopf arbeitet. Und dann sagt er noch, geht ja eigentlich nicht um mich, ahnt aber in dem Moment schon, geht doch möglicherweise um ihn. Und dann gibt es genau dieses Blutbad, von dem Sie gesagt haben, da werden zwei Gladiatoren sozusagen in die Arena reingeführt und dann 4 Stunden einmal richtig harte Auseinandersetzung. Wann wussten Sie, dass es darum geht? Ich habe das am Dienstagvormittag erfahren, da wurde das Ganze klar. Aber natürlich, Herr Lanz, ich habe diese Fraktion 12 Jahre lang an allervorderster Stelle mitgeführt und kenne deswegen die Gepflogenheiten. Und deswegen war dieser Vorgang, dieser Prozess etwas seltsam. Aber man muss auch wissen, die Kür eines Kanzlerkandidaten ist etwas, wofür es kein Rezeptbuch gibt. Und in einer solchen Situation befindet man sich ja nicht bei jeder Bundestagswahl. Wir haben natürlich in der Fraktion intensivste, stundenlange Diskussionen und in der Regel fast vollzählig die gesamte Fraktion. Übrigens, das Ministerpräsidenten von der CDU oder CSU zwar eingeladen, aber selten da sind. Das ist etwas ganz Normales. Wir tagen in jeder Sitzungswoche am Dienstag. Da sind viele satzungsmäßig als Gäste zugeladen, aber wenn die nicht da sind, ist das etwas ganz Normales. Also wir haben heftigste Debatten, aber wichtig ist bei diesen Debatten natürlich immer eins. Da wird um grundsätzliche Sachentscheidungen gerungen mit der Weitergabe von Informationen, also durch diese
diese Diskussionen muss immer ein Erkenntnisgewinn verbunden sein. In diesem speziellen Fall ist es ja so, dass alle Abgeordneten der CDU und CSU, das sind ja alles ausgepuffte Profis und Profinnen, muss man heutzutage sagen. Das ist gut, dass Sie das gendern, ja. Das ist das Thema von Frau Wagenknecht. Ja, sonst bekomme ich Probleme mit meinen vier Töchtern und meiner Frau. Also Spaß beiseite. Alle Mitglieder der Bundestagsfraktion kennen sowohl Laschet als auch Markus Söder sehr, sehr genau. Da bedarf es keines Erkenntnisfortschritts mehr. Und deswegen war das mehr oder weniger ein unnötiges Schauspiel. Das aber von Ihrem Parteifreund initiiert wurde, richtig? Wer es initiiert hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Haben Sie ein Gefühl, Herr Ramsauer? Der Entwicklung nicht eingebunden. Ein Gefühl wofür? Wer das initiiert hat? Ja, die letzten Entscheidungen werden getroffen vom Fraktionsvorsitzenden und natürlich auch vom Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe. Vorbereitet werden solche Entscheidungen von den parlamentarischen Geschäftsführern. Letztlich hat es der Fraktionsvorsitzende in der Hand. Okay, dann darf ich mal ganz direkt fragen. Oder zu senken. Herr Ramsauer, ganz direkt gefragt. Hat Ralf Brinkhaus da einen Fehler gemacht? Sie haben gerade darauf hingewiesen, was da für Profis sitzen. Wenn da Profis sitzen, dann ist denen doch klar, was da unter Umständen passiert. Wenn da diese zwei Leute, die sich jetzt belauern, die die ganze Zeit umeinander herumtanzen, wenn diese zwei... Sie wissen, was ich meine. Ich muss gar nicht weitersprechen. Ja, Herr Lanz, Sie sind ein glänzender Frager. Das weiß die deutsche Nation und darüber hinaus. Aber trotzdem werden Sie mir jetzt nicht entlocken, dass ich über das, was bei dieser Fraktionssitzung war, jetzt auch noch meinen Fraktionsvorsitzenden kritisieren würde. Frau Lackert, haben Sie eine Idee, warum er das gemacht hat? Na, das war schon ein starker Wunsch der Fraktion, noch mal auch dieses Thema zu diskutieren. Wie gesagt, es waren ja wirklich kurzfristige... Okay, das kam aus der Fraktion heraus? Das kam aus der Fraktion heraus. Die Fraktion wollte das? Und das ist auch guter demokratischer Stil, eine Fraktion auch darüber diskutieren zu lassen. So, wusste die daher, Fraktion, dass Söder kommt? Die Fraktion? Wusste, dass Söder kommt? Ja, gut, das war ja dann klar, dass beide kommen würden. Nee, was war eher da, die Ankündigung von Söder? Also, nochmal das Ganze. Das ist ja wichtig. Wir haben die Situation gehabt, dass am Sonntag Markus Söder bekannt gegeben hat, dass er Kanzlerkandidat sein möchte. So. Die CDU Deutschlands, vielleicht darf ich darauf auch nochmal, hat in Gremien festgelegt, hat einen Parteivorsitzenden. Der Parteivorsitzende ist ein guter Parteivorsitzender, der in einem langen Verfahren, Sie wissen, wie lange wir uns damit beschäftigt haben, wer der Parteivorsitzende werden soll, entschieden. Und es ist auch gute Gepflogenheit, dass der Parteivorsitzende der nächste Kanzlerkandidat wird. Dass diese Fragen miteinander verknüpft sind, das ist jedem in der CDU auch klar. Trotzdem gab es dann natürlich mit Blick auf die Entwicklung vom Sonntag die entsprechende Dynamik, dass dann diese Frage auch in der Fraktion diskutiert wurde. Das heißt, da kommt es plötzlich zu dieser Situation. Der Fraktionsvorsitzende, der eigene Fraktionsvorsitzende, Ralf Brinkhaus, führt, ich spitze es jetzt mal zu, eine Situation herbei, von der er, weil er Profi ist, wie Peter Ramsauer sagt, annehmen muss, dass es dort eskaliert. Das heißt, bringt seinen eigenen, gerade frisch gewählten Parteivorsitzenden Armin Laschet in die mieseste Situation, die er sich überhaupt vorstellen kann. Der wenige Stunden vorher noch nicht mal weiß, dass das überhaupt auf ihn zukommt. Also Herr Lanz, Sie können dazu aber zu dieser Stilfrage, auf die können wir natürlich gerne mal eingehen, selbstverständlich gerne. Wie gesagt, dass die Fraktion damit umgehen kann, das ist klar. Klar war aber auch, dass Markus Söder angekündigt hatte, am Sonntag, wenn die Partei so entscheiden würde, dass sie ihn ruft, oder dann würde er zur Verfügung stehen, und wenn nicht, würde er sich dann entsprechend einordnen und Armin Laschet unterstützen. Das hat er nicht getan. Es ist halt sehr mühsam, hier Gesetzmäßigkeiten irgendwie herauszuarbeiten, weil das Verblüffende ist wirklich, es gibt für diesen Prozess
keinerlei Plan. Und das ist ehrlich gesagt bei einer Partei, die Deutschland jetzt seit 16 Jahren führt und auch vorhat, das demnächst zu machen, schon ein wenig erschreckend. Es gab ja die Kritik daran, dass sagen wir, an der Pandemiebekämpfung die Union bisweilen, zumindest an einigen Stellen, auch durchaus planlos wirkte. Jetzt kann man noch sagen, so eine Pandemie kommt unverhofft, man hat keine Erfahrungswerte damit. Das ist spätestens im Frühjahr diesen Jahres einen Kanzlerkandidaten zu nominieren geht, das hätte man antizipieren können und Profis hätten dafür einen Plan, ein Verfahren entwickelt. Es gibt nicht im Ansatz einen Plan. Das sieht man seit Sonntag. In der Union waren viele überrascht über die Ankündigung Markus Söders, es machen zu wollen. Dann seitdem wird so getan, als ja, die klären das schon. Ich garantiere Ihnen, keiner möchte zurückziehen, keiner möchte das klären. Es gibt keinen Plan. Ich würde Sie gerne eine Sache fragen, Herr Ramsauer, weil ich schon das Gefühl habe, dass Sie, der alte Hase, als den Sie sich eben bezeichnet haben, Ihnen sitzt das in den Knochen, was da am Dienstag passiert ist. Das hat Sie erschüttert, das spürt man auch hier, wenn man Ihnen zuhört. Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie diese Gepflogenheiten, wie Sie sie nennen, Frau Leikert, diese Gepflogenheit finden, dass man am Sonntagabend, wie Markus Söder sagt, wenn die CDU das auf breiter Front will, dass ich als Kanzlerkandidat antrete, dann mache ich das. Aber umgekehrt, wenn erkennbar ist, dass die das nicht wollen, dann ziehe ich mich selbstverständlich zurück. Dann passiert am Montagmorgen genau das. Der Vorstand und das Präsidium sagen, wir stehen hinter unserem Kandidaten Armin Laschet. Nicht alle zu 100%, aber man einigt sich darauf. Ist aber keine Entscheidung, sondern ein Meinungsbild, das da entsteht. Und dann kommt Markus Söder und sagt, naja, also Demokratie funktioniert heute anders. Wir sind in moderneren Zeiten. Das ist eine andere Generation. Der Herr Laschet, Klammer auf, nur 6 Jahre älter als er selbst. Da gibt es noch Diskussionsbedarf. Dann kommt sein Generalsekretär, der Herr Blume, und sagt, wir müssen da mal reinhorchen in die Partei. Dann wird das Wort Hinterzimmer benutzt. Man tut so, als wäre das irgendwie so ein abgekartetes, gemauscheltes Spiel, das da stattfindet. Und in Wahrheit gibt es doch eigentlich ganz klare Vorgaben, auch im Parteiengesetz. Ich habe da mal reingeschaut, Artikel 7. Das Präsidium hat sozusagen die Vorgaben des Vorstandes umzusetzen. Ganz einfache Sache. Und das hätte das Präsidium dann eigentlich machen sollen. Das heißt, wie finden Sie diese Art von Taschenspielertrick, mit denen er Armin Laschet da aufs Glatteis geführt hat? Markus Söder und Markus Blume, die haben natürlich schon recht, wenn sie sagen, ja, es gibt auch eine ganze Reihe von Stimmungen, die Bestandteil dieses Näherungsprozesses, Entwicklungsprozesses sind, von dem ich gesprochen habe. Aber jetzt frage ich mal dagegen, wie kann es denn zu so einer Situation dann kommen? Nämlich dadurch, dass die CDU als Partei einfach ein völlig uneinheitliches Bild darstellt, auf dem dann weitere Entwicklungen gedeihen können. Wenn viele Abgeordnete aus Baden-Württemberg oder aus östlichen Bundesländern auftreten und sich eben für Markus Söder aussprechen und andere Teile der CDU wieder anders agieren. Wenn die CDU als Partei einheitlich auftreten könnte, dann würde es anders aussehen. Interessant war auch die Rolle von Angela Merkel, die ja stumm da saß, die in keiner Weise eingegriffen hat. Und jetzt sage ich noch etwas augenzwinkernd vielleicht. Man hatte manchmal das Gefühl, vielleicht wartet sie darauf, noch einmal für eine Übergangszeit gerufen zu werden, als salomonische Lösung. Meinen Sie das jetzt ernst? Ich habe gesagt, jetzt füge ich noch etwas leicht augenzwinkernd hinzu. Das heißt aber, Sie fragen sich auch, das ist nämlich eine Frage, die wir uns auch stellen, würde gerne mal Sarah Wagenknecht fragen, wo ist die Kanzlerin? Also erst beschädigt sie ihn öffentlich am Sonntagabend vor 5 Millionen Menschen. Und dann springt sie ihm aber auch nicht bei, sondern guckt sich das an, wie Herr Ramsauer das gerade geschildert hat. Ja, es ist ja ganz offensichtlich, dass sie ihn mehr oder weniger im Regen stehen lässt. Aber ich sag mal, dass es in Parteien Machtkämpfe gibt, dass da üble Sachen laufen, da will ich jetzt gar nicht so tun, als sei das jetzt nur bei der CDU, CSU der Fall. Also das ist jetzt bekanntermaßen... Sie sollten das auch nicht tun, wirklich nicht. Bekanntermaßen in Parteien so. Trotzdem finde ich, es ist eine Schwelle überschritten, wenn, und zwar ja nicht erst jetzt seit Dienstag, sondern wirklich seit Wochen, man könnte fast sagen seit Monaten, auch Regierungsgeschäfte darunter leiden, dass, und auch, sag mal, auch die Politik auf Länder
Ebene, dass da zwei Ministerpräsidenten miteinander kämpfen und die ganze Corona-Politik, die Aussagen, die sie dazu tun, die Vorschläge, die sie machen, eigentlich überhaupt nicht mehr danach orientiert sind, was ist jetzt sinnvoll, wie lösen wir die Probleme. Und wir haben ja nun wirklich Probleme in Deutschland aktuell, sondern nur noch, wie bringe ich mich gegenüber dem anderen in Stellung, wie komme ich hier in eine bessere Position. Und da muss ich wirklich sagen, auch wenn man jetzt sagen kann, dafür gibt es keinen Masterplan, aber eine Regierung, eine Partei, die regiert, die den Kanzler stellt, also da erwarte ich, und es war auch nicht völlig überraschend, dass es diesen Konflikt geben wird, also dass man sich doch vorher irgendwie schon zusammensetzt, und normalerweise macht man das eben intern und nicht auf der großen Frühstück, Bühne. Beim Frühstück. Ja, oder auch jetzt beim Abendessen. Also ich kenne auch wunderbare Abendessen, wo man so sehr harmonisch beisammensitzt, aber irgendeine Lösung findet. Aber muss man jetzt vielleicht im Außenbereich findet. Auf jeden Fall machen. Ja. Ah ja, stimmt, heutzutage ist das schwieriger. Ja, ja. Also ganz egal, wie man sich zusammensetzt, meinetwegen digital. Aber dass man doch eine Lösung oder einen Fahrplan sich erarbeitet, und zwar im Vorfeld, wie diese Frage ausgeräumt wird. Und ich finde wirklich, man kann das den Menschen nicht erklären. Also dann wird immer gesagt, ja, die Leute wenden sich von der Politik ab und sie wollen das alle nicht. Also ich kann völlig verstehen, wenn Bürgerinnen und Bürger, die jetzt Angst um ihre soziale Existenz haben, die sich fragen, was wird jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz? Ich meine, das sollte eigentlich behandelt werden in dieser Sitzung. Das ist ja ein gravierendes Gesetz, das greift in Grundrechte ein. Das macht nochmal wirklich eine deutlich andere Gesetzeslage. Und statt über diese Fragen zu diskutieren, macht man sozusagen ein solchen Showdown, und das andere läuft nebenher, wird dann irgendwie beschlossen, hat aber dann elementare Auswirkungen für das Leben von Millionen Menschen. Frau Leikert, was war das für ein Moment, als Sie gemerkt haben, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, eine von 11, glaube ich, ne? Als Sie gemerkt haben, oh, da macht sich ja das, was Herr Ramsauer gerade angedeutet hat, da macht sich ja einer nach dem anderen vom Acker. Da suchen Leute den Notausgang, CDU-Leute gegen den eigenen Chef. Also so schnell kann man eigentlich gar nicht gucken, wie die Leute schon auf dem Weg nach draußen sind. Wie finden Sie das? Wir haben ganz klare Beschlüsse im CDU-Präsidium, im CDU-Vorstand. So, und das sind auch nicht irgendwelche Hinterzimmer, sondern das sind gewählte Gremien einer Partei, von, die immer noch 440.000 Mitglieder hat. So, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so in so einem Delegitimierungsprozess sind. Nicht nur, was unsere Politik angeht. Deutschland steht im weltweiten Vergleich wirklich gut da bei der Pandemiebekämpfung. Wir haben gerade gestern einen Rekord wieder gehabt von 740.000 Impfungen. Wir müssen ernsthaft über die Frage stehen, die wirklich dramatisch ist. Es gibt ganz andere Themen, die uns bewegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Intensität, über die wir gerade diskutieren, die haben wir jetzt seit Sonntag. Es ist nicht so, dass wir 24/7 über dieses Thema Kanzlerfrage nur diskutieren würden. Und nochmal, wir haben klaren Beschluss im Präsidium, im Bundesvorstand. Das umfasst alle Vereinigungen. Da sind Seniorenunion, Junge Union, alles, was wir haben, Frauenunion, MIT. Welchen Beschluss? Ein Beschluss, der was sagt? Der Beschluss besagt, dass unser Parteivorsitzender Armin Laschet unser Kanzlerkandidat sein soll. Und das aus guten Gründen. Ein Ministerpräsident, der nicht nur erfolgreich sein Land führt, das ist ja vergleichbar mit der Situation mit Markus Söder. Aber wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir jemanden an unserer Spitze brauchen, der eine klare Haltung hat, einen klaren Modernisierungskurs. Frau Leikert, ich habe jetzt so viele Fragen im Kopf, irgendwie, weil Sie so viele Nebelkerzen gerade werfen. Sie sagen, wir sind zutiefst davon überzeugt. Wer ist denn wir? Es sind doch Ihre eigenen Fraktionsmitglieder gewesen, die sich reihenweise abgewendet haben und gesagt haben, also mit Herrn Laschet wollen wir eigentlich am liebsten gar nichts mehr zu tun haben, weil in München wartet möglicherweise der nächste Erfolg auf uns. Da geht es doch auch um Pfründe. Da geht es doch um die Frage, habe ich mein nächstes Mandat im Bundestag noch sicher, ja oder nein? Da geht es ja auch um ganz existenzielle Dinge. Wie fanden Sie das zu erleben, dass ein so großer Teil der eigenen Fraktion plötzlich sagt, naja, also so geschlossen, wie Frau Leikert das gerne hätte, stehen wir jetzt aber mal nicht hinter unserem Vorsitzenden? Ich habe gerade gesprochen von den Gremien, die da ein geschlossenes Votum danach hatte ich aber gefasst nicht gefragt. Haben. Sie haben angeführt. Ich habe nach der Fraktion gefragt, ja. Frau Leikert. Die Fraktionen, die gibt es auch. Entschieden werden solche Fragen. Danach habe ich gefragt. Ja, ich sage ja, es zerflettert so ein bisschen. Auch mit Blick auf Legitimität Sie von sorgen, politischen... Frau Leikert, bitte, seien Sie mir nicht böse. Sie sorgen gerade Gremien. Dafür, dass es hier komplett zerflettert, weil Sie nicht auf meine Frage antworten. Die simple Frage ist, was
ist da in dieser Fraktionssitzung passiert, nicht in den Gremien. Die Einheitlichkeit, die Sie gerade beschreiben, die nehmen Sie ehrlich gesagt sehr exklusiv wahr. Das ganze Land sagt, also, wenn es einheitlich wäre, dann hätte Herr Kluge deutlich weniger Probleme und weniger Sorgen. Nochmal die Frage, was ist das für ein Gefühl, wenn die eigene Fraktion sich dann nicht an diese Beschlüsse, von denen Sie sagen, die sind alle so furchtbar einheitlich getroffen worden, die stellen sich dann gegen den eigenen Chef und nochmal gegen einen Parteichef, der gerade mal 3 Monate im Amt ist. Und er wird das schon demontiert. Schon wieder Geschichte. Schon wieder Feierabend. Wie finden Sie das? Deswegen ist es so wichtig, darauf noch mal wirklich auch das in den Blick zu rücken, auch das, was passiert ist, auch von den Abläufen her. So, wir hatten am Sonntag, wie gesagt, die Ankündigung der Kandidatur von Frau Leukert, warum antworten Sie nicht? Wo ist das Problem? Ja, weil ich Ihnen gerade versuche zu erklären, aber Sie haben doch in der Fraktion gesessen. Ich habe eine simple Frage gestellt. Ja. Nochmal, wenn das alles so einheitlich abgelaufen ist, wir müssen ja nicht immer beim ersten Schritt anfangen. Nein, ich habe doch gar nicht gesagt, dass es in der Fraktion nicht einheitlich abgelaufen wäre. Wir haben in der Fraktion unterschiedliche Stimmen gehabt, unterschiedliche Befürwortungsreden, sowohl für Armin Laschet als auch für Markus Söder aus den verschiedensten Bereichen. Die waren dann noch mal ein bisschen länderspezifisch, dass die Stimmen aus Bayern eher Markus Söder unterstützt haben, die aus anderen Ländern dann stärker Armin Laschet. Von daher war das ein Bild, was natürlich nicht geschlossen und einheitlich nochmal, war. Wir sind 245 Abgeordnete, ja. Herr Lanz, und da gibt es unterschiedliche Meinungen. CDU-Abgeordnete stimmen gegen den eigenen, frisch gewählten Parteichef für einen CSU-Mann aus Bayern, der in den letzten Monaten im Wesentlichen, na gut, er hat Pandemiebekämpfung gemacht, aber hat auch sehr viel so eine Tritte gegen das Schienbein eines Ministerpräsidenten aus NRW gesetzt. Wie finden Sie das? Also nochmal, es ist vollkommen legitim, dass unterschiedliche Fraktionsmitglieder unterschiedliche Meinungen haben zu dem, wer unser neuer, Kandidat sein soll. So, vor allem also finden mit Blick gut auf diese Sie kurzfristige Entwicklung. Sie finden es okay? Ich habe das gar nicht zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich kann nur sagen, es ist mit Blick auf, weil Sie gesagt haben, wir hätten keine Prozesse. Es gibt klare Prozesse in der Partei. Ja, offensichtlich. Sie haben es vorgelesen, wofür Parteien zuständig sind. Dann machen wir es jetzt einmal grundsätzlich. Ja. Also Grundgesetz Artikel 21 Absatz 1. Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Ja, steht da drin. Ja. So, für diese innere Ordnung wird der Rahmen durch das Parteiengesetz gesetzt. Und die genauen Bestimmungen finden sich auch im Statut der CDU Deutschlands, auch in allen anderen Parteien. So, und da kommt dann dieser interessante Absatz 1, Paragraph 34. Der Bundesvorstand leitet die Bundespartei. Absatz 7. Das Präsidium führt die Beschlüsse des Bundesvorstandes aus. Da ist nichts mit Hinterzimmer. Das ist demokratisch legitimiert. Das ist ein ganz klarer, vorgegebener Ablauf, wie das zu sein hat. Und dann kommt es zu dieser Fraktionssitzung und plötzlich will sich keiner mehr daran erinnern. Und ein Ministerpräsident aus Bayern sagt irgendwie, ja, also das ist irgendwie so ein bisschen, da müssen wir aber reinhorchen an der Basis, da ist eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Haltung. Und stimmen gegen ihren eigenen Chef und entmachten ihn faktisch. Wie finden Sie das? Also ich kann nur sagen, das ist jetzt eine Situation, die können wir aushalten in der CDU. Wir haben die klaren Beschlüsse in unseren Gremien. Das ist einfach der Status quo. Wir haben die Diskussion gehabt in der Fraktion. Wie gesagt, es ist gut, dass eine Fraktion diskutiert. Und wir werden jetzt diese Entscheidung im Laufe der Woche beziehungsweise gegen Ende der Woche Einmal ganz kurz noch, weil Herr Ramsauer macht schon Knieübungen im Hintergrund, weil er offensichtlich Redebedarf hat. Herr Ramsauer, haben Sie eine Meinung dazu, eine Haltung zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben? Ja, selbstverständlich. Ich höre sehr genau zu hier in Berlin mit Blick auf das Reichstagsgebäude rüber. Also eines muss man schon auch noch mal festhalten. Ich glaube, Markus Söder und unseren Generalsekretär kann man in dieser Situation für die Vorgehensweise gar nicht kritisieren. Denn durch diese Haltungen und Prozesse, die sich von Seiten der CDU abgespielt haben, die Sie gerade, Herr Lanz, sehr gut beschrieben haben. Dadurch hat doch die CDU als Partei
sozusagen das Scheunentor für Markus Söder geöffnet. Er wäre ja, es wäre vielleicht unverständlich, wenn er das nicht so nutzen würde, wie er es genutzt hat. Okay. Das war ja für Markus Söder und Blume dann ein Elfmeterschießen ohne gegnerischen Torwart. Ja, wunderbar. Wunderbar. Also, das muss man schon zur Rechtfertigung der CSU-Führung noch mal sagen. Das heißt, im Grunde haben Sie eine Situation genutzt, die andere haben entstehen lassen. Sie haben sich eigentlich geopfert. Sie mussten das machen. Gewissermaßen ja. Okay. Wie finden Sie denn, Frau Leikert, in dem Zusammenhang, vielleicht haben Sie dazu eine klare Meinung, Rainer Haseloff ist Ihnen bestens bekannt, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der heute im... Vielleicht aber gerade noch mal dazu, ich schätze ja den Kollegen Peter Ramsauer sehr, ich auch für seinen Humor. Aber an der Stelle ist das jetzt schon auch wirklich ernst. Ja. Und das... ist dann auch schon eine Frage, die sich auch die CSU an der Stelle gefallen lassen muss. Inwiefern dann auch Ansagen, die selbst gemacht werden oder auch Gremien in Frage gestellt werden, Prozesse delegitimiert werden, das ist problematisch. Ein Hauch von Trumpismus, also wenn wir sagt Herr Feldenkirchen. Wenn wir anfangen, die Spielregeln zu ändern, während wir auf dem Spielfeld stehen, so. Dann entsteht eine Situation, in der jegliche Form von Legitimation übermorgen über den Haufen geworfen werden kann. So. Und das ist das Problem an solchen Vorgängen. Und von daher ist das, was ich eingangs gesagt habe, Politik ist immer auch eine Stilfrage und eine Haltungsfrage, eine entscheidende Frage an der Stelle. Und von daher bei allem Augenzwinkern... Das heißt, das war schlechter Stil, was wir da gesehen haben. Und das war auch mit Blick auf die Frage, wie funktioniert unsere Demokratie? Das ist der Punkt. Bitte? Das ist der Punkt. Kein guter Vorgang. Ja. Aber wir haben jetzt ja eine moderne Demokratie. Sie haben es sicherlich selbst bemerkt. Kein Ausdruck hat Markus Söder in dieser Woche häufiger benutzt, um letztlich übersetzt zu sagen, die alten Spielregeln, die wir hatten, die Sie hier zitieren, wie sie sogar verfassungsmäßig niedergeschrieben sind. Ich wollte das mal wissen, weil das interessant richtig, ist. Richtig. Ja. Und an die meine Nachbarin immer noch glaubt und einige andere rund um Armin Laschet auch, er möchte ganz klar sagen, naja, Freunde, das sind so ein bisschen die alten verschnarchten Regeln. Innerparteiliche Demokratie. Es gibt jetzt modernere. Und zwar haben diese moderneren, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass er denkt, Leute, wenn ich so beliebt bin, aus welchem Grund auch immer gerade in der Bevölkerung nach einem Jahr Corona, warum soll dann der sehr viel unbeliebtere Armin das machen? So, und dass Markus Söder ehrgeizig ist, das war vorher auch schon bekannt. Er sieht also seine Chance und das Ärgerliche für ihn sind die Regeln, die Sie korrekt wiedergegeben haben. Genau. Und die ihm, wenn er ganz korrekt spielen würde, tatsächlich am Montag gesagt hätten, wenn die CDU zumindest ihre legitimen Führungsgremien, in denen früher die Entscheidung getroffen wurden, wenn die so stehen hinterm Laschet, er kann ja sagen, warum auch immer, sind die eigentlich verrückt. Aber sie haben es dokumentiert, dass sie hinter ihm stehen. Und das dann über Verweise, wir müssen reinhorchen, wir müssen erstmal die Fraktion hören, eine solche Anhörung erzwingen, dann quasi Raum lassen, dass sich dann doch noch ganz viele aus anderen Landesverbänden. Das ist ein anderes innerparteiliches Demokratieverständnis. Herr Ramsauer, letzte Frage an Sie. Ich habe mal hier mit jemandem über die CSU gesprochen, der sagte so sinngemäß, wenn es um die Macht geht, gibt es keine brutalere Partei als die CSU. Hat er recht? Also kann mir nicht vorstellen, wer das war. Aber ich auch nicht. Das kann ich definitiv nicht so bestätigen. Da könnte ich Ihnen, glaube ich, aus Europa oder weltweit andere Parteien nennen, wo es viel schlimmer aber hergeht. Aber es ist gut, dass man dafür ins Ausland gehen muss, um da Beispiele zu finden. Das ist großartig. Ja.
Das ist auch ein Teil der Globalisierung. Was beiseite. Nein. Ich war selbst, Herr Lanz, ich weiß es nicht, 8 oder 9 Jahre stellvertretender Parteivorsitzender, habe schwierigste Prozesse mit moderieren müssen. Und ich kann eines Tages gut in den Spiegel schauen und sagen, ich habe immer alles dafür getan und war in der Regel erfolgreich mit meinen Beiträgen dazu, dass solche auch schwierige personelle Prozesse unter größter Fairness abgelaufen sind. Okay, größte Fairness. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie selber können in den Spiegel schauen, das, was Markus Söder da macht, wenn er sagt, am Sonntagabend, wenn die CDU sich anders entscheidet, werde ich das akzeptieren, um wenig später alles dafür zu tun, um genau das wieder in Frage zu stellen, wie nennen Sie das dann? Was ist das? Kann der dann auch noch in den Spiegel gucken oder ist das ein anderer Spiegel? Da ist genau das passiert, was ich vorher beschrieben habe. Genau in der Zeit ist ja auch das Scheunentor geöffnet worden. Und dann ist es eine verständliche und nachvollziehbare Vorgehensweise, wie sie von Markus Söder gewählt worden ist. Okay, also Regelbruch, weil Torwart gerade nicht da, Tor gerade leer, Ball zufällig auf dem Elfmeterpunkt. Und dann versenken wir das Ding. Herr Ramsauer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Das war sehr interessant, mal den alten Hasen dazu zu hören. Ich danke Ihnen sehr. Bis bald. Ich danke auch vielmals und grüße Sie ins Studio. Wir sehen uns bald mal hier wieder. Vielen Dank. Sollten uns öfter sprechen, habe ich das Gefühl. Eine letzte Frage noch in dem Zusammenhang, Frau Leikert, an Sie. Wie finden Sie es denn, dass Rainer Haselhoff heute im Interview mit den Kollegen von Spiegel Online im Grunde schon mal klar macht, wo die Reise hingeht? Also da brechen ja jetzt alle Dämme. Ich zitiere mal. Leider geht es jetzt nur noch um die harte Machtfrage. Mit wem haben wir die besten Chancen? Es geht nicht um persönliche Sympathie. Es geht auch nicht um Vertrauen. Es geht nicht um Charaktereigenschaften. Es hilft nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig ist, aber dieses Amt nicht erreicht, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht lassen. Ist das der Todesstoß für Armin Laschet aus der eigenen Partei? Ja, wir haben hier wieder die gleiche Diskussion um die Güte und Prognosefähigkeit von Umfragen und ob das das Einzige sein kann, worauf sich die Partei stützen kann, um einen Kanzlerkandidaten auszuwählen. Das ist an der Stelle Rainer Haselhoff sehr geschätzt von mir. Und ich verstehe auch, wenn man im Juni vor Landtagswahlen steht. Wir haben noch eine Reihe von Landtagswahlen Was heißt das? Sie verstehen, wenn man im Juni vor Landtagswahlen steht, dass man dann mal so einen raushaut? Oder was heißt das? Lass mich gerne da mal aussprechen, dass es für uns ganz wichtig ist als Partei, dass diese Kanzlerkandidatenfrage jetzt abschließend geklärt ist. Entschuldigung, er sagt was anderes. Ne? Soll ich es Ihnen noch mal rüberreichen? Ich habe das gelesen. Okay. Und, es gibt Leute in Ihrer eigenen Partei, die sagen, das war der Todesstoß für Armin Laschet. Ich möchte nur kurz was zu diesen ganzen Umfragen sagen, zu diesen ganzen Diskussionen. Auch die ganze, viel der Diskussion rankt sich ja um diese Umfragen. Wenn wir rein auf die Umfragen gucken, dann wäre 2000... Wie Herr Haselhoff, dann wäre 2005 Schröder Kanzler geworden. Dann wäre... Hannelore Kraft, 2017 Ministerpräsidentin geworden. Ganz genau, Martin Schulz. So, übrigens auch Markus Söder hat nicht immer nur glänzende Umfragewerte gehabt, ist trotzdem jetzt ein guter Ministerpräsident geworden. Also, da ist viel Entwicklung drin. Markus Söder, haben wir neulich gezeigt hier, nur ganz kurz, Markus Söder hat neulich, haben wir hier eingespielt, hat auch schon gesagt, Umfragewerte sind echt nicht wichtig, spielt eigentlich gar keine Rolle, sollte man nicht so wichtig nehmen, es geht hier nur um Pandemiebekämpfung. Genau, also ich glaube, gut, das benutzt natürlich auch so ein bisschen jeder in die Richtung, in die er das benutzen möchte. Was für mich entscheidend ist, für einen Kanzler, der das größte oder Kanzlerin größte Land mitten in Europa führen soll und auch in Europa und in der Welt wirklich eine entscheidende Rolle spielt, ist es für mich eine Grundvoraussetzung, dass da auch ein ganz klarer Kompass, ein klarer innerer Kompass vorhanden ist. Und das ist mir ganz wichtig. Und da blinkt man nicht irgendwie rechter ab als die AfD oder linker als die Grünen, sondern man versucht, das Land wirklich von der Mitte heraus zu stärken. Und das ist für mich Armin Laschet. Das sage ich ganz klar an der Stelle. Und da Sie sagen jetzt, das ist das, was Rainer Haselhoff heute gerade gemacht hat. Und das ist für mich, und deswegen ist es einfach, es ist ernsthaft, es ist wichtig.
Wir erwarten, dass jeder ernsthaft an der Stelle arbeitet, okay, in diesem Land, von der Universitätsklinik bis auch zu Journalisten und Kolleginnen und Kollegen. Gar keine Frage, wir sollten jetzt nicht alle Berufe aufzählen, aber ich würde Sie trotzdem noch mal gerne fragen. Ich mag das, was Sie gerade sagen, sehr. Sie sind auch eine sehr honorige Frau, wenn man sich auch mit Ihrer Biografie beschäftigt, und Sie sitzen da, wo Sie sitzen, völlig zurecht. Und Sie sagen, da geht es um einen Kompass. Und da kommt jetzt ein Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, einer der wichtigen Leute in der Union, in der CDU, und sagt, es geht hier nicht um persönliche Sympathie, damit kann ich noch leben. Es geht auch nicht um Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Ernsthaft? Für jemanden, der dieses Land führen will? Ernsthaft? Also, das ist ein Zitat, das ich in der ganzen Ausführung so nicht teile, persönlich nicht teile an der Stelle. Und ich glaube auch, das ist am Ende nicht das, was Rainer Haseloff auszeichnet. Auch er führt sein Land wirklich mit einer guten Haltung. Und von daher ist, glaube ich, ist es gut, wenn wir jetzt diese K-Frage und diese ganze Nervosität um diese K-Frage lösen. Und zwar so, wie es eine große Volkspartei auch tun soll. Das ist ehrlich gesagt einer der traurigsten Sätze der deutschen Politik. Wirklich, oder? Ja. Absolut. Also ich meine, gerade beim Kanzler zu sagen, der Charakter spielt keine Rolle. Es geht um die harte Machtfrage. Es geht um Umfragen. Es geht um die Frage, was Wählerinnen und Wähler wollen. Regieren nach Umfragen. Naja, aber das ist ja auch schon das Problem, finde ich, von beiden Kandidaten. Also dass sie beide, gerade auch in dem letzten Jahr, aber auch länger zurückliegen, doch immer wieder gezeigt haben, also dass sie eben gerade den Kompass nicht haben. Also das gilt ja auch für Laschet. Also wie oft er jetzt in den letzten Wochen mal in die eine Richtung gegangen und dann über Ostern wieder ganz anders gedacht. Das ist doch nicht gerade ein Ausweis dafür, dass er einen Kompass hat. Also ich meine, es war bei beiden so, dass sie jetzt seit Wochen kalkuliert die Dinge öffentlich gespielt haben, die ihnen in diesem Konflikt irgendwie, wo sie glaubten, das hilft ihnen. Aber doch nicht das, was Sie ernsthaft jetzt als Lösungsvorschlag für dieses Land vertreten können. Frau Wagenknecht, auch das ist eine Form von Delegitimation, die nicht okay ist. Also es gibt wohl wenige Politiker, die so klare Überzeugungen haben und seit dem ersten Tag, seitdem sie Politik machen. Also das kann ich definitiv... Wie Armin Laschet, meinen Sie jetzt? Wie Armin Laschet. Das kann ich... Das ist eine klare Haltung, was mir natürlich besonders wichtig ist, mit Blick auf Europa, ist eine klare Haltung damit, dass man Menschen nicht zurücklässt, mit Blick auf die großen Transformationen, mit Blick auf Digitalisierung, mit Blick auf ökologische Wende. Da wird versucht, wirklich jeden mitzunehmen. Er hat sich nicht leicht gemacht in seinem Land, wo wir es eben auch mit Menschen zu tun haben, die nicht einfach mal sagen können, schön im Homeoffice, da ist irgendjemand, der die Kinder betreut. Sondern auch da hat er Rücksicht. Das sind keine leichten Entscheidungen, die da getroffen hat wurden. Hat auch von hier im Interview, wieder, als ich wir... Ich finde, das hat viel mit Charakter zu tun. An der ja, hat sich hier auch, das fand ich gut, auch als wir über die Spiele aus München gesprochen haben, hier im Gespräch, hat er sich nicht provozieren lassen, sondern sagte, ich beteilige mich daran nicht, das mache ich nicht. Sie werden da kein böses Wort über mich hören. Das fand ich sehr charakterstark, um ehrlich zu sein. Das ist honorig, aber er hat doch trotzdem immer wieder seine Vorschläge auch teilweise um 180 Grad verändert. Nun kann man sagen, klar, man kann ja nachdenken und dann kommt man zu neuen Schlüssen. Aber mir schien das schon, also auch der Brücken-Lockdown. Ich meine, er hat am Anfang, ich fand auch sehr richtig gesagt, wir können nicht immer alles mit Lockdowns lösen. Wir brauchen intelligentere Lösungen. Mhm. Er hat sich von Herrn Streeck beraten lassen. Also er hat ja durchaus versucht, auch eine etwas andere Richtung reinzubringen. Aber das war dann plötzlich alles wieder weg, als dann die Umfragen kippten und auf einmal der Lockdown wieder populär war. Dann kam er mit seinem Brücken-Lockdown. Und ehrlich gesagt, das finde ich nicht plausibel. Ja, mir fällt gerade ein Satz von Franz Müntefering ein, der hier mal sagte, als Politiker über Strategie darfst du nicht reden und Taktik darfst du nicht machen. Ja, so ein klassischer Münte. Vielleicht ist es das. Ich würde ja ehrlich gesagt keinem von beiden in irgendeiner Form den Charakter absprechen. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich verstehe nur nicht, warum einer wie Rainer Haseloff, der selber übrigens auch Charakter hat, so einen Satz sagt. Das verstehe ich nicht. Das ist schiere Panik. Ja. Das ist Angst vor der AfD. Mhm. Das führt auch, zeigt auch, was so ein ängstliches Auftreten gegen ängstlicher Blick auf die AfD aus Politikern machen kann. Also wie gesagt, dieser Satz ist die Logik, die dahinter steckt, einfach nur erbärmlich, ohne dass ich glaube, dass Herr Haseloff bisher ein falsche Politik oder einen falschen Charakter in der Politik dargestellt hat. Aber was in die Panik vor der AfD jetzt jegliche innere Überzeugung verlieren und sagen, nee, wir brauchen das Zugpferd oder das erhoffte Zugpferd, den Umfragenkönig des Moments, damit ich im Juni in Sachsen-Anhalt halbwegs gut abschneide.
Also das ist schon ein problematischer Satz. Die große Frage ist nun, folgt irgendjemand Rainer Haseloff in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen? Daniel Günther aus dem Kreis hat sich heute ganz klar auf die Seite von Armin Laschet gestellt. Das Signal war eindeutig und die Frage ist, auch das Prekäre eben nicht irgendjemand aus der Fraktion oder von einem Kreisverband, sondern er saß ja zumindest im Vorstand, glaube ich, mit dabei, war also Teil dieses Gremienbeschlusses. So. Und die große Frage ist jetzt, folgen aus diesem Kreise noch weitere Rainer Haseloff?